Jan und Julia feiern Geburtstag. Jan hat nur einen Tag nach Julia Geburtstag. Zuerst wird mein Geburtstag gefeiert, sagt Julia. Und dann gleich meiner, meint Jan. Papa und Mama sagen, wir feiern ein Fest für euch beide gemeinsam. Ja, prima, rufen Jan und Julia. Mama fragt, wen wollt ihr einladen? Ich lade Michel, Birgit und Christian ein, sagt Jan. Und ich lade Doris, Jochen und Suse ein, sagt Julia. Mama schreibt für jedes Kind eine Einladung. Jan malt auf jede Einladung bunte Blumen. Dann steckt Julia jede Einladung in einen Umschlag. Mama sagt, ein Fest macht viel Arbeit. Jan und Julia wollen helfen. Sie backen einen Kuchen. Julia gibt die Zutaten in die Schüssel. Jan rührt mit dem Mixer. Mama passt auf. Dann sehen sie durch das kleine Fenster im Herd, wie der Kuchen groß und braun wird. Jan und Julia räumen auf. In Julias Zimmer wollen sie spielen. Sie schmücken es mit bunten Papierschlangen. Mama hat auch kleine Geschenke besorgt. Die wickeln sie in Papier ein und knoten sie an eine Leine. Die Leine ist es durch das Zimmer gespannt. In Jans Zimmer decken sie den Tisch. Auf der Papierdecke kann ruhig etwas umfallen. Mama bringt Teller und Becher. Julia legt die Löffel zurecht. Jan verteilt seine Buntstifte. Wer will, kann die Tischdecke bemalen. Gleich ist es soweit. Jan und Julia sind sehr aufgeregt. Da klingelt es und die Gäste kommen. Sie haben Geschenke für Jan und Julia mitgebracht. Michel will sich gleich an den Tisch setzen, aber Jan hat sich etwas ausgedacht. Er hat Tierbilder zerschnitten. Eine Hälfte liegt auf jedem Teller, die andere in seiner Mütze. Jedes Kind darf einmal ziehen. Dann muss es die Hälfte suchen, die zu seinem Bild passt. Und bald hat jeder seinen Platz gefunden. Jan verteilt den Kuchen. Julia gießt immer wieder Saft in die Becher. Bald sind alle Kinder satt. Michel ruft, jetzt wollen wir aber spielen. Zuerst spielen sie Topfschlagen. Nacheinander bekommt jedes Kind die Augen verbunden. Es muss versuchen, mit dem Holzlöffel einen Topf zu treffen, der irgendwo im Zimmer steht. Aber Michel trifft nur Julia am Bein. Sie will gerade zu weinen anfangen, aber dazu hat sie jetzt gar keine Zeit, denn nun ist sie dran. Sie spielen noch Sackhüpfen, Eierlaufen und Band aufrollen. Wer sein Band am schnellsten um einen Stock wickelt, hat gewonnen. Dann darf sich jedes Kind ein Päckchen von der Leine abnehmen. Mama kommt mit einem Tablett und fragt, gibt es hier Kinder, die gern Eis essen? Ja, rufen alle, obwohl sie noch satt vom Kuchen sind. Auch Papa will etwas für das große Fest tun. In den Türrahmen spannt er eine Decke. Aus Handtüchern knotet er Puppen. Dann spielt Papa ein lustiges Theaterstück. Darüber müssen alle lachen. Mama sagt, jetzt ist das Fest zu Ende. Nein, noch nicht, rufen die Kinder. Papa setzt sich Jans Mütze auf und fragt, wer will mit meinem Taxi fahren? Das wollen alle. Und Papa bringt die Gäste mit dem Auto nach Hause. Das war ein schönes Geburtstagsfest, sagen Jan und Julia. Sie liegen im Bett, aber sie sind noch gar nicht müde. Papa und Mama sagen, gute Nacht. Und machen das Licht aus.
Und schon sind Jan und Julia eingeschlafen.